Ja, Tirol testet, war die Devise, nur leider wurden die Tester nicht getestet, kann man sagen. Und jetzt haben wir den Ballerwatsch. Wobei man sagen muss, es ist eigentlich nur wahrscheinlich die Spitze des Eisbergs in ganz Österreich. Und eigentlich ist die ganze Geschichte, speziell in Tirol, in Wahrheit ja auch ein Fall für den Staatsanwalt, weil es geht um sehr, sehr viel Geld. Es geht um Dinge, die nicht nachvollziehbar sind, intransparent sind. Es geht um Steuermittel. Das heißt, ich bin überzeugt davon, das ist eine Geschichte, wieder einmal, wo die Staatsanwaltschaft hoffentlich auch der Sache dann ausführlich auf den Grund gehen wird. Was haben wir jetzt gemacht, also von unserer Seite im Bund aus? Wir haben natürlich jetzt gemeinsam mit Gerald Hauser, habe ich eine Anfrage gemacht, um einmal die ganzen Fragen auch vom Minister Mückstein, der fachlich zuständig ist, beantworten zu lassen. Es war jetzt kein großes Geheimnis, dass also das Gesundheitsministerium auch unter Rudi Anschober dementsprechend fachliche Probleme hatte und dieses Ministerium in Wahrheit nicht wirklich gut geführt wurde. Aber jetzt ist eben der Minister Mückstein am Zug. In Tirol ist jetzt offensichtlich der größte Skandal aufgepoppt. Und jetzt, wir werden auch, wie gesagt, wir bemühen uns gerade auch mit der Sozialdemokratie, mit den NEOS, die ins Boot zu holen, um hier entweder einen Sondernationalrat zu machen oder einen Untersuchungsausschuss im Parlament einzusetzen, weil, wie auch der Markus Attal gerade bereits erwähnt hat, es geht ja da bei der ganzen Corona-Geschichte um sehr, sehr, sehr viel Geld. Es geht um Milliarden. Gell? Von den Impfungen angefangen bis zu den Tests und. Und ich darf noch einmal darauf hinweisen, auch ich persönlich wurde immer gescholten, weil wir seit Anfang an diese Kontrolle immer eingefordert haben. Und alle haben gesagt, ja, macht euch keine Sorgen, das passt schon. Es passt eben nicht, wie man sieht. Es passt in vielen Dingen nicht. Es passt auch, nur ein kleines Beispiel, meine Ethylenoxid-Geschichte, was die Teststäbchen und die Masken betrifft, auch da gibt es keine Kontrolle. Es gibt diese staatliche Kontrolle, die wir vor Corona hatten, die wurde gesetzlich aufgehoben. Und jetzt habe ich nur ein gewisses Verständnis in den ersten Wochen und Monaten, weil man gar nicht die Möglichkeit gehabt hätte, wahrscheinlich diese ganzen Dinge, die man in dieser Corona-Krise gebraucht hat, irgendwie prüfen zu lassen oder von legalen oder zuverlässigen Quellen einzukaufen. Aber jetzt, nach 15 Monaten, gell, dass man nach wie vor die Kontrolle gesetzlich aufgehoben hat, und zwar bei allen Dingen in dieser Geschichte, ist für mich eigentlich ein Skandal und gehört umgehend abgestellt. Gell. Und das ist also ein Riesenversagen der Bundesregierung. Und desto weiter das von Wien dann weggeht, muss man sagen, desto weniger funktioniert die Kontrolle dann offensichtlich auch in Tirol. Weil natürlich hätte auch das Land Tirol und der zuständige Landesrat für Gesundheit, aber natürlich mit Platter gemeinsam, auch in Tirol einfach Kontrollen durchführen müssen. Also wenn schon die AGES und der Bund versagt, dann muss ich für die Tiroler Bevölkerung zumindest auch die Kontrolle sicherstellen. Und jetzt noch einmal, weil auch die Frau Professor Dorothee von Laar ja immer da auch jetzt erwähnt wurde, dass sie jetzt die Kontrolle übernimmt, und heute hat man gelesen, es ist alles in Ordnung, soweit sie das sagen kann. Also ich wundere mich schon, woher sie diese Sicherheit bei ein paar hunderttausend Proben nimmt. Und diese Frau Professor, jetzt ganz wertfrei, gell, also die kennen, glaube ich, alle Tiroler, weil wir können uns alle noch daran erinnern, das war ja die erste, die geschrieben hat, Tirol einsperren, mit Südafrika-Mutation und dann die spezielle Tiroler-Mutation von der Südafrika-Mutation. Und der Wahnsinn war ja in Wahrheit, bitteschön, dass alle miteinander Tirol eingesperrt hat.